Mehrere Monate hat sie die Polizei getestet, nach eigenen Angaben mit dem gewünschten Erfolg. Angreifer abschrecken und Straftaten aufklären. Nun sollen die Bodycams, also Körperkameras, auch in Niedersachsen fester Bestandteil der Polizeiausrüstung werden. Dass ihr Einsatz zu Recht erfolgt, davon ist man im Innenministerium überzeugt. Insofern setzen wir das jetzt fort im Rahmen der Einschränkungen. Also keine Tonaufzeichnung, ganz wichtig. Und auch kein sogenanntes Pre-Recording. Das heißt, also, wir haben also keine entsprechende Aufzeichnungsmöglichkeit. Und die wollen wir uns schaffen über den neuen Gesetzesentwurf, der gerade beraten wird im Landtag. Künftig die Kamera also quasi ständig laufend und mit Ton. In der Pilotphase, so die Polizei, seien 866 Videosequenzen entstanden. In 66 Fällen habe das bei der Strafverfolgung geholfen. Grundsätzlich aber werde das Filmmaterial sonst gelöscht. Datenschützern reicht diese Versicherung nicht. Es fehle nach wie vor eine Rechtsgrundlage für die Kameras. Es müsste eine Norm geschaffen werden, die den Einsatz von Bodycams ganz klar regelt, wie es in vielen anderen Bundesländern schon der Fall ist. In Niedersachsen ist das ja geplant, aber es ist wohlgemerkt nur geplant. Es gibt bisher keine Regelung und deswegen ist ein Einsatz von Bodycams in Niedersachsen nach wie vor rechtswidrig. Trotzdem, die Polizei will sich nun für ein passendes Kameramodell entscheiden. Wie viele gekauft werden, das bleibt dann den Behörden überlassen.